Servus Leute und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. In den ersten 3 Sekunden der Folge schon mal ein Sprachfail, das kann ja nur gut werden heute. Ja, was machen wir heute? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, das sieht ein bisschen strange aus, wenn die Zäune hier wegbuggen, um ehrlich zu sein. Aber gut, das kann man verschmerzen, denke ich mal. Verschmerzen natürlich, mit Pause drin, es kommt immer gut rüber. Ja, das buggt halt alles hier ein bisschen rum, diese ganzen Szenarienobjekte. Das ist etwas doof, aber naja, man darf halt nicht allzu weit rauszoomen, wenn man das anschauen möchte, ne? Aber ehrlich gesagt ist mir das lieber, wenn es ja auch in dieser Ansicht extrem laggen würde, wenn der das alles anzeigt. Also beschwere ich mich mal lieber nicht. Hier stehen die Leute immer noch viel zu lang an, derweil ist hier hinten die Schlange etwas... Na, wobei, ich glaube, die war noch nicht komplett durch hier, ne? Aber ich denke, die geht auch sehr gut, die Achterbahn. Auch wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, hier reinzuklicken immer. Weil ich da immer in den Eingang rein muss, aber es geht schon. Wie sieht es denn da aus von den Besuchern hier? 76%, 81% zufrieden, das hört sich doch gut an. 8 Minuten Wartezeit, also ehrlich mal, das ist ja nix. Wenn man sich mal so anschaut auf, was ich zumindest so gehört habe, wartet man in den größeren Parks in Deutschland teilweise eine Stunde, bis man mal hier irgendwo fahren kann, also das ist ja gar nichts. 182 Gäste, das ist gut, okay. Gebaut letztes Jahr, wie alt ist eigentlich die schon hier? 35 Jahre, holy shit. Es wäre so ein Alter, wo die ersten Achterbahnen wahrscheinlich schon wieder stillgelegt werden, ne? Oder beziehungsweise die wäre jetzt schon uralt und wahrscheinlich völlig von sämtlichen Sicherheitsstandards überholt. Aber gut, das ist ja hier auch schon egal in diesem Spiel, Gott sei Dank. Sonst müssen wir die jetzt ersetzen, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, wir sind ja auch schon im Jahr 40, ne? Also geht schon. Die ersten 5 Jahre haben wir quasi nur diesen Bereich hier vorne gebaut. Das heißt, das hier müsste unsere älteste Attraktion sein. Könnte hinhauen, ne? Oder sogar das Teil. Nee, das ist später gekommen. Aber das so in etwa müsste unsere älteste Attraktion sein. Mit diesen Häusern hier. Ich glaube, damit haben wir angefangen. Ist ja auch mal ganz nett, mal zu schauen, ne, was man so gemacht hat. Gut, was machen wir weiterhin? Ist hier oben irgendwas Nützliches drin erschienen? Nein, okay. Dann weg. Dann würde ich sagen, machen wir hier drüben weiter. Ich mache jetzt was ich eigentlich nicht machen wollte, aber ich habe mir gedacht... Ja, machst einfach mal. Hier drüben haben wir ja eh so ein bisschen den... Ich baue jetzt mal so eine Custom-Attraktion, einfach damit ihr es mal gesehen habt. Wir werden das in der zweiten Staffel wahrscheinlich ausführlicher machen. Tut mir leid, falls ich gerade irgendwelche komischen Geräusche von mir gebe. Das ist irgendwie seltsam gerade. Und zwar, was bauen wir denn? Wir könnten den Enterprise bauen, aber da haben wir direkt daneben schon das Teil. Insofern wäre das ein bisschen Quatsch. Den Turm haben wir drüben schon einen, den brauche ich hier nicht. Extreme, frage ich mich gerade, was das ist. Da haben wir drüben schon eins. Ja, müssen wir mal schauen, was wir hier nicht haben gerade. Das ist, glaube ich, auch ein Enterprise. Oder sowas in die Richtung zumindest. Hier, das sind auch Custom Rides. Ich habe aber keine Ahnung, wie man die verwendet. Das Pirate Ship passt jetzt hier nicht hin. Das Sea Storm würde höchstens hier hinten noch hinpassen. Zum... Da würde der hinpassen. Das könnte man machen. Der sieht nicht sehr spektakulär aus. Ihr werdet, das ist eine Kinderbahn, glaube ich, aber das passt hinten, glaube ich, ganz gut hin. Weil hier ist ja eh noch Wasserthema. Okay, die Frage ist, wo platzieren wir den Eingang und Ausgang? Ich platziere den mal provisorisch hier hin. Das wird nicht ganz passen, was wir hier bauen. Kann ich euch gleich sagen. Ich baue erstmal die Szenerie dazu. Denn diese Dinger sind erstmal nicht speziell. Die werden aber speziell, wenn man... Erstmal das Zeug findet, was man dazu bauen muss. Und zweitens das dann auch dazu baut. Ist nur die Frage, wo das jetzt drin ist. Ich glaube, das war hier drin. Hier. Glaube ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht, im Western sicherlich nicht, wenn dann im Piratenset. Oder im generischen, ich weiß es nicht genau. Das ist immer so eine Sache, wo das einsortiert ist. Das ist ja im Endeffekt dem Modder überlassen. Was dazu führt, dass man nie genau weiß, wo das Zeug drin ist. Meistens ist es ein generisches Zeug, damit das einfach keine anderen Szenerien stört. Aber das kann man sich nicht immer darauf verlassen. Manches ist auch ganz skurril irgendwo einsortiert. Zumindest würde ich das Büroset zum Beispiel nicht in Sci-Fi einsortieren, weil das definitiv eigentlich ein generisches Szenario ist. Außer man würde ein ganz normales Bürogebäude als Sci-Fi-Gebäude bezeichnen. Was irgendwie komisch ist. Da ist es. Und zwar... Das Teil braucht man in der Mitte, glaube ich. Da genau. Machen wir es mal nach vorne. Oh, kann man eh nicht drehen. Kann man nicht drehen? Doch.
Mein Y funktioniert nur gerade aus unerfindlichen Gründen nicht. Warum auch immer. Stair straight. Genau. Jetzt haben wir nämlich hier... Ja, jetzt müssen wir das ein bisschen umbauen. Warum funktioniert mein Y gerade nicht? Dann machen wir hier den Eingang, hier den Ausgang, damit das passt. Und dann würde ich sagen, was nehmen wir denn hier? Ich bin der Meinung, dass das eigentlich am besten aussieht. Jetzt kann man nämlich hier schön diese Zäune außen rumbauen. Und mich beunruhigt es echt gerade, dass meine Taste nicht funktioniert. Aber gut, kann ich ja jetzt auch nichts ändern dran. Auf die Schnelle. Gut, es ist keine sehr spektakuläre Attraktion. Da gibt es noch wesentlich spektakulärere, was hier Theming betrifft. Also da gibt es schon noch einiges. Raised Plug, den müssen wir da oben platzieren, glaube ich. Moment. Nee, den hier. So, genau. So muss der hin. Ich drücke die ganze Zeit Y, passiert nichts. Das ist immer gut. Ups. So, dann haben wir hier einen kleinen Rahmen außenrum. Ist zwar nicht sonderlich sicher, aber es macht nichts. Dann werden wir uns darum kümmern, dass Ein- und Ausgang richtig liegen hier. Eingang hier. Hier geht es einigermaßen. Bei anderen Attraktionen passt das nicht so gut mit den Eingängen. Aber es macht auch nichts. Weil ehrlich gesagt... Wenn ich so Dinger baue, dann muss ich auch mal drüber hinwegsehen können, dass halt es nicht ganz so wie geplant läuft. Ich mache jetzt hier auch... Mache ich eine Warteschlange? Ich glaube, eine unsichtbare, ja. Warum? Weil eine Warteschlange hier meiner Meinung nach nicht richtig passt. Ist eher eine Kirmesattraktion. Na gut, da hat man normalerweise auch eine, also... Ach, egal. Ich baue einfach mal keine hin. Und dann machen wir das so. Unten drunter machen wir... Machen wir da was? Das ist das Disco, was so komische Geräusche von sich gibt, ne? Ja, das ist das Disco-Teil, um Gottes Willen. Hilfe. Ich glaube, wir machen keinen Untergrund. Weil es komisch aussieht mit den Ecken. Okay. Unsichtbare Warteschlange. Da bauen wir dann aber schon noch hier von selbst Stützen rum, so ist es nicht. So, die habe ich jetzt hier hingebaut, okay. So, hier hat er sich... angeschlossen, genau, passt. Super. Und dann hier noch, damit es unten verschwindet. Und dann haben wir hier die Verbindung geschaffen. Wunderbar. So. Jetzt mache ich aber trotzdem noch, damit hier... Ja, wobei, die Lücke können wir eigentlich lassen, ist ja kein Problem. Was nehmen wir denn hier für Zäune? Irgendwas im... Nicht direkt im Piraten-Setting. Können wir eigentlich wieder das nehmen wie vorhin. Das ist ja so eine Art Kirmes-Attraktion. Aber bitte in stylischem... stylischem Hollywood-Rot, das kann ich nicht umfärben. Schade. Na gut, dann eben nicht. Oh, okay. Dann eben so. Ach, das geht gar nicht, ne? Okay, schlecht. Gibt's wieder mal nicht ohne Kollisionsbox wahrscheinlich. Macht aber auch nichts. Ja, das Circus Center Set will ich eigentlich nicht schon wieder verwenden. Farm Set könnte man eigentlich auch mal was nutzen von. Ja, könnte man eigentlich auch machen, oder? Ja, das kann man eigentlich auch lassen. Ich meine, ist jetzt nichts Spezielles. Der Weg geht hier rum. Heißt, wir müssen hier und hier eine Abgrenzung machen. Alter, dieses Disco-Geräusch geht mir gerade voll auf den Keks. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn ja, tut mir sehr leid. Kann ich gerade nicht ändern. Das ist aber vollkommen nervig. Dann machen wir in dem Bereich so ein bisschen diese Abzäunung hier mit den Zäunen. Und dann werden wir uns hier einen Übergang überlegen hier drüben. Wie das auslaufen kann. So. Sieht doch ganz nett aus bisher. Dann können wir das Teil auch mal eröffnen. Ups, das wollte ich nicht. Das sind übrigens teilweise Attraktionen, also das sind relativ viel Attraktionen, die auch in der Realität so existieren, mit diesem Namen, mit diesen Dekorationen. Deswegen werde ich die auch so nennen, wie sie in der Realität heißen, beziehungsweise wie das Set heißt. Ich hoffe mal, das ergibt keine Copyright-Probleme, wenn ich die Dinge jetzt hier einfach baue, wenn sie in der Realität existieren. Wäre ungünstig, aber ich gehe mal nicht davon aus. So, ein paar Bäume hinten, ist es ja noch recht kahl, aber das gilt hier allgemein für die Gegend. Wir könnten hier hinten noch ein paar andere... Na, machen wir noch was Aufregendes haben wir hier schon. Machen wir was Sanftes, oder? Sanfte Fahrten, haben wir hier hinten irgendwie nichts. Aquarium bauen wir irgendwann vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob da der Platz dafür reicht. Eine Delfinshow wäre auch nett, aber das passt halt hier nicht hin, das Teil, ne?
mich stört das echt Vollgas, dass es hier keine Dinger gibt. Ach, die müsste man eher auf dem Wasser platzieren. Okay, gut zu wissen. Das hätte man dann hier auch machen können, ne? Aber dann blockieren wir uns natürlich sauber die Ausfahrt hier, was jetzt auch nicht Sinn der Sache ist. Also auf dem Wasser zu platzieren ist das eher ungünstig, sieht komisch aus. Ein Riesenrad. Könnte man theoretisch hier hinbauen. Nehmen wir da das dafür? Ich könnte auch wieder hier... Wo ist es denn? Da nicht. Das ist wahrscheinlich wieder unter Aufregende drin, warum auch immer. Es gibt nämlich da das da. Das könnten wir machen. Wisst ihr was? Ich habe ja genügend von den Attraktionen. Dann bauen wir das. Das sieht jetzt sehr strange aus. Ihr werdet gleich wissen, warum das so strange aussieht. Das ist nämlich etwas aufwendiger, das Teil. Bauen wir es mal weiter hinter. Ich weiß nicht genau, wie viel Platz das braucht. Okay, das schwebt jetzt. Das hat so seine Gründe, nennen wir es mal so. Testen wir es gleich mal. Es würde auch so funktionieren, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Denke ich jetzt mal. Außer ihr wollt es so stehen haben, deshalb, mein Gott, ich kann es auch so stehen lassen. Aber ich glaube, das ist eher nicht Sinn der Sache. Ich habe mich gerade wiederholt, oder? Da ist es. Und zwar wird das jetzt etwas kompliziert, weil ich mich immer nicht so ganz auskenne, wie das zusammengehört. Ich glaube, da brauchen wir erstmal die Plattform. Und zwar muss das ganze Zeug einmal gedreht werden. Das wird jetzt witzig. Ja gut, ist ja auf beiden Seiten gleich, das passt schon. Ja, jetzt seht ihr auch hier, dass das nicht ganz passen wird mit den einen Ausgängen, weil die eigentlich hier so wären, aber das geht nicht hier. Das kann man nicht machen, das passt nicht zusammen. Hier könnte man zwar einen Eingang machen, aber dann passt das andere Zeug wieder nicht, also... Naja, ist alles ein bisschen schlecht. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Weil das, denke ich, auch so ganz gut funktioniert. Jetzt bin ich mich nur gerade am Fragen, wie das wieder gehört. Ich habe keine Ahnung. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist nämlich die fette Riesenstütze, die hier rein muss. Und diesmal ist es sogar richtig rumgedreht. Perfekt. Das ist nämlich der Vorteil an diesen Teilen. Die haben halt eine irre Beleuchtung teilweise, was es in den normalen Rollercoaster Tycoon Sets nicht gibt. Das ist schon... Also das ist schon Hammer teilweise, was da gemacht wurde. Und deswegen nutze ich die auch gerne. So, ich glaube, das mit dem Riesenrad lassen wir lieber. Ich habe es jetzt zweimal versucht zu bauen und ja, zuerst hatte ich das falsche Szenarienpack und deswegen ist es abgeschmiert und jetzt, das zweite Mal, ist es auch wieder abgeschmiert mit dem richtigen Szenarienpack. Naja, also lassen wir lieber mal. Ich denke, wir bauen einfach das Riesenrad, das hier drin ist. Ich meine, das leuchtet auch schön, ist zwar größer, aber macht ja nichts. Also das tue ich, wow, ist das riesig. Das tue ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht an, dass ich mich da noch ärgern muss. Machen wir das mal ein bisschen näher, das ist doch ein bisschen heftig, der Platz, oder? Machen wir das mal sogar relativ nah zusammen. Also es ist halt... Es hat der Nachteil in diesen Mods, dass es nicht immer so funktioniert, wie man es gerne hätte. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber gut, ich hoffe, es funktioniert jetzt zumindest. Wäre schlecht, wenn nicht. Moment, das können wir eigentlich so bauen. Ja, genau so wollte ich das. Moment, machen wir gleich. Ich möchte nur einfach mal ein bisschen eine längere Warteschlange haben. Haben wir sonst immer nur so kurze. Vielleicht geht's jetzt, vielleicht rendiert sich's ja auch mal irgendwann. So, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, dass jetzt alles gepflastert ist hier innen drin, aber gut. Ich glaube, das machen wir auch anders. Ich glaube, das machen wir so ein bisschen im Stil von drüben, weil sonst... Sieht es doch etwas arg seltsam aus. Hier in der Gegend ist halt schlecht mit Parkbesuchern, weil die hier nicht so gut rüberkommen, wie sie hätten, wie sie könnten. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Jetzt machen wir mal hier diese Zone ein bisschen mit diesem Pflaster. Beim Pflaster ist es ja eigentlich nicht, aber egal. Ist irgend so ein Bodenbelag, würde ich mal spontan sagen. Gut, hier könnten wir den Zaun... Na, wobei, machen wir es mal so und dann haben wir eine Warteschlange draußen. Ich muss mir nur überlegen, was für einen Zaun wir hier nehmen. Werden wir dann sehen. So, Invisible Weg bitte. Komm mal her. Ich hoffe nur, ich finde den dann auch wieder. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen bis... Ja, ist eigentlich egal. Ich meine, der Platz innen drin reicht ja zum Einsteigen. Der Rest ist ja relativ Nebensache. Na,
Geh weg. Ich hoffe mal, das macht sich jetzt auch richtig ran hier, weil sonst muss ich kurz mal noch die Zäune wieder einschalten. Also das war jetzt tolles Deutsch, was ich gerade hatte. Wie sieht's denn aus? Ist nicht richtig. Okay, gut, dass ich es nochmal überprüft habe. Sonst wäre jetzt Kacke rausgekommen. So, würdest du dich bitte hier unten anfügen? Danke, jetzt stimmt's. Da hat nur der untere Teil gefehlt. Interessant. So. Gut. Das ist unser großes Riesenrad. Das thront jetzt hier hinten. Oh Gott, leck das. So ein bisschen über dem Park. Das steht ein bisschen allein da, ne? Da müssen wir noch was rumbauen. Sonst sieht es ein bisschen arg exponiert aus hier drüben. Aber hier hinten können wir halt nichts rumbauen, weil da die Parkbahn ist. Wobei, wir könnten hier hinten noch einen Weg lang führen. Und dann hier noch ein bisschen das füllen. Das wäre vielleicht auch nett, ne? Hinter dem... Was ist das? Na gut, hier geht ja eh der Weg lang. Das ist ja Quatsch. Der wird sich dann hier beim Riesenrad treffen und dann geht es hier hinten eh weiter. Weil da... Wir müssen auch die Zone hinter dem Cube da so ein bisschen füllen. Oh. Oh. Die Schlange war aber letztes Mal noch nicht so lang. Hilfe. Wie lange warten die denn jetzt hier? 8 Minuten immer noch. Das ist ja in Ordnung. Wenn sich das nicht auf eine Stunde oder so erstreckt, dann passt das ja noch alles. Wie wir den Weg dann hinten gestalten, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn so gestalten werde wie hier hinten. Vielleicht aber doch. Ich bin mir noch nicht so sicher. Könnten wir auch mit dem hier machen, aber dann ist das alles so irgendwie. Schauen wir mal. Bin noch gespannt. Das packt auch weg, wenn wir rauszoomen. Das macht nichts. Es wird auf jeden Fall gefahren damit. Das ist ja schon nett. Hier fahren auch mal so einsame Leutchen mit dem Riesenrad. Naja. Ist halt jetzt schade, dass wir nicht das riesenfette Monster-Riesenrad da bauen konnten, aber ich kann es ja auch nicht ändern, wenn das Spiel keine Lust hat. Beziehungsweise, wenn das Modpack keine Lust hat, weil dem Spiel darf man auch die Schuld ja nicht geben. Ist ja nicht das Problem des Spiels, wenn der Mod nicht funktioniert, ne? Das machen wir trotzdem mal so, weil das ein bisschen besser aussieht, wenn das... Also der... Das ist halt Sicherheitszone, aber das müssen wir nicht unbedingt abstecken. Da kommt der Zaun ja dann eh weg. Ich muss nur den Weg markieren, den ich hier dann vorbeiziehen werde, sonst weiß ich den später nicht mehr. Also sonst wundere ich mich später, warum ich ihn nicht bauen kann. So sollte ich das besser ausdrücken. Wo muss ich denn da überhaupt rum? Ups. Schauen wir mal, dass wir den Weg hier schon mal so ein bisschen... Ups. Mein Gott, dieses Wegbaufeature teilweise. Oder Tool, besser gesagt, ein Feature ist ja das falsche Wort dafür. Dass wir den Weg zumindest mal grundsätzlich bauen, dass die Leute auch hier hinten in die anderen Bereiche des Parks immer kommen. Eigentlich können wir den auch schon verbinden, er ist halt noch nicht verziert oder sonstiges irgendwie. Das macht ja nichts. Hier geht's dann, das ist eh ein Zweierweg, da müssen wir uns was anderes überlegen dann. Wir können aber den Dreierweg hier hinten noch weiter durchziehen bis hier drüben, dann haben wir so einen Rundweg in die Richtung zumindest. Das könnten wir eigentlich mal machen, weil der Weg ist eh zu klein hier. Und die Zäune sehen hier eh kacke aus. Machen wir den mal bis hier, bis zum See so ein bisschen. Am See entlang. Und dann geht es hier hinten an den großen Weg dran. Hier in das Eck können wir noch eine Attraktion bauen, das ist ganz nett. Okay, hier so geht es dann weiter, ne? Sehe ich das jetzt richtig oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Ist jetzt ein bisschen vom Platz her... Na, das geht schon. Dann machen wir hier weiter. Ist jetzt alles ein bisschen chaotisch, weil der andere Weg hat noch mit dazwischen funkt, aber das kriegen wir schon. Wäre ja gelacht. Wir haben es hier hinten gebaut, da haben wir es auch so okay, passt. Na, hier passt jetzt nicht. Schade. Na gut, dann müssen wir es so machen. Oder... Nee, es geht auch nicht. Ja, es passt jetzt hier leider nicht ganz. Außer wir machen einen kleinen Schlenker mit dem Weg selber, dass wir sagen, wir gehen hier lang, dass wir da quasi so eine kleine Einbuchtung machen. Also wenn jetzt irgendwie klar geworden ist, was ich sagen möchte, dass wir hier lang gehen quasi mit dem Weg. Ist jetzt voll das Chaos hier. So, und wo geht's hier weiter? Hier geht's ja eh nicht weiter mit diesen Einbuchtungen, Pflanzeinbuchtungen hier. Machen wir es so. Wo gehen wir dann hier rüber? Wahrscheinlich hier wird es dann schmäler. Ja, machen wir es hier so. Hier wird der Weg dann auf normale Dreierbreite gebracht. So, jetzt passt es auch wieder. Dann können wir den Rest nämlich auch löschen.
dass das nicht mehr ganz so chaotisch aussieht hier. Bitte lauft mal nicht über diesen Weg. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wieder überhaupt nicht zurechtfinden, aber da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich meine, der Weg ist 3 Meter neben euch, den werdet ihr ja wohl irgendwie finden. Hoffe ich zumindest mal. So, sieht jetzt hier hinten ein bisschen seltsam aus, das ist mir schon bewusst, aber ich glaube, es geht fast nicht anders. Weil hier haben wir eine... Nee, das sieht komisch aus, ne? Ich glaube, wir machen es doch eher gerade durch, weil sonst sieht das echt seltsam aus. Müssen wir halt hier uns irgendwas überlegen in diesem Gebiet. Hier können wir eigentlich sagen, wir machen den Weg gar nicht weiter. Oder wir machen es so, aber das sieht auch seltsam aus. Oder so. Machen wir hier mal so eine kleine Abwandlung, die einfach aus Unsymmetriegründen ja sein muss. Dann ziehen wir bis hier diese Pflanztröge durch quasi. So, haben wir das, genau. Passt alles schön zusammen, bis auf hier hinten so ein bisschen das. Aber das passt schon. Machen wir einfach so einen kleinen, noch ein bisschen den Weg weiter, dann passt das schon. Alter, glüht das Ding hier, das ist ja Wahnsinn. Das muss ich auch noch umfärben vielleicht. Ich glaube, das Grün sieht nicht unbedingt sehr attraktiv aus. Schauen wir mal. Oder wir machen natürlich den Weg hier durch, einfach gerade. Es wird auch gehen. Aber da haben wir das gleiche Problem wie gerade, also insofern macht es keinen Unterschied. Ich glaube, es würde aber besser aussehen, wir hätten hier ein bisschen mehr Platz. Wobei, dann ist es halt auch so strukturiert wieder alles, ne? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, wir lassen es so. Das passt schon. Alter, was ist denn da los? Ach, die Attraktionen laufen inzwischen mal, auch wenn irgendwie immer noch keiner auf die Insel rüber will, sondern alle nur mit den Teilen hier fahren. Aber gut, soll mir recht sein. Immerhin ist ein bisschen was los auf dem See. Ist ja schon mal was. Immerhin mehr, als wir schon mal... Machen wir es so, oder? Mal schauen. Immerhin ist mehr los als vorher. Also als gar nichts passiert ist halt. Das ist aber auch irgendwo logisch. Jetzt brauche ich nur irgendwie einen passenden Zaun, ne? Generische Zäune, Es ist ja eigentlich ein Ding hier. Ein Riesenrad, da könnten wir sogar vielleicht mal sowas nehmen. Aber das passt sich nicht gut an, ne? Ich bräuchte einen Modzaun, der keine... Kollisionsbox hat mal wieder. Die Frage ist, wo kriegen wir den her? Oder wir nehmen wieder unser beliebtes Teil hier. Railing können wir auch mal den hohen nehmen. Weil da irgendwie nicht viel Unterschied ist, sehe ich gerade. Machen wir das Ding mal in, machen wir das Riesenrad in Rot? Nee, das wird ein bisschen heftig, oder? Also blau-grau vielleicht? Ich weiß es noch nicht genau. Machen wir das Ding mal in schwarz, den Zaun. Das ist recht neutral, den kann man immer irgendwo hinbringen. Einfach damit hier mal ein Zaun ist. Und dann machen wir den anderen Zaun auch weg. Ich möchte nur hier nicht das Riesenrad... Also ich möchte nur gerade sehen, wo die Warteschlangenzäune waren. Deswegen habe ich den mal gerade gelassen. So, hier hinten natürlich rum, dass keiner in die Riesenräder reinläuft, beziehungsweise ins Riesenrad ist ja nicht, sind ja keine 2 oder 3, ist ja nur 1. Und hier, das können wir dann mit Deko noch zumachen, weil im Endeffekt ist das verschwendeter Platz und den, da können wir ja nichts bauen, aber zumindest Deko können wir reinmachen, es geht ja. So. Gut. Sollen wir das noch absperren hier? Nee, passt schon. Die werden da schon nicht nach hinten laufen. Gut, hier fährt irgendwie keine Sau mit, auf Deutsch gesagt. Schauen wir mal, ob sich das noch ändert vielleicht. Die laufen alle vorbei. Finde ich jetzt nicht sehr freundlich von euch. So ist er blöd, dass der Zaun wegbackt, wenn man weiter rauszoomt, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Immerhin haben wir den Schatten vom Zaun, das ist ja auch schon mal was. Gut, wie färben wir dich jetzt? Ich habe, glaube ich, wieder überzogen, ne? Oh, ich bin falsch. Blau sieht komisch aus. Haben wir irgendwo so irgendwas mit Verzierungen? Oh Gott. Das Violett sieht so komisch aus in dem Set. Ach du Heilige. Nee, bitte nicht. Nicht schon wieder die Farbgebung, oder? Mach's mal rot-grau. Sieht eigentlich auch nett aus, oder?
bin ich jetzt mal der Meinung. Na doch, das kann man lassen. Rot, grau, weiß. Sieht doch nett aus. Gut. Dann haben wir das und dann mache ich eine Aufnahmepause. Das war jetzt eine ziemliche Fail-Folge durch die ganzen Abstürze mit dem Mod-Riesenrad. Ich hoffe, das passt jetzt hier. Sieht es denn von der Entfernung aus? Ja, doch, ich glaube, das Ding ist sogar... Na, unser Turm ist immer noch höher. Das ist riesig, das Riesenrad. Hilfe. Also Höhenangst darfst du da definitiv nicht haben. Wie sieht es denn bei den Bewertungen aus? 13% Popularität ist aber nicht viel. Ja, naja, das ist aber eigentlich schon, sollte aber eigentlich schon dafür sorgen, dass zumindest ein paar Leute reingehen. Aber hier ist halt auch nicht so viel los, ne? Ich muss sagen, im Gegensatz zu hier hinten, wo alles voll ist mit Besuchern, ist hier hinten halt überhaupt nichts los. Es ist ja klar, die laufen dann, entweder laufen sie hier rüber, oder sie fahren mit der Parkbahn, weil da ist ja auch immer noch Party, bei der Parkbahn. Ich glaube, die kennen sich tatsächlich gerade nicht mehr aus, oder? Findet ihr wieder auf dem Weg zurück, oder warum laufen die immer noch alle so schräg? Ist doch schon wieder verbuggt, oder? Hat das Spiel da immer noch den alten Weg mit drin? Sieht so aus, ne? Ich hoffe mal, das entbuggt sich dann in der nächsten Aufnahme zumindest irgendwann wieder. So, Invisible Weg ist da auch keiner mehr. Also irgendwas ist da wieder mal verbuggt. Habe ich jetzt irgendwas gelöscht, was wichtig war? Nein, war knapp dran. Nicht, dass ich da meine Attraktion hier lösche, ist nicht gut. So. Aber gut, der Bereich hier hinten wächst auch. Unser riesen Cube ist immer noch da. Gut, warum sollte auch verschwinden, ne? Wie sieht's denn da aus inzwischen? 9 Minuten, das ist voll in Ordnung, also das geht schon klar. Sieht's bei dir aus? Kommst du gerade aus dem Cube raus? Beeilung, ich will zu der Cube. Ja, irgendwie wollen das alle. Ist nur blöderweise recht voll hier gerade. Aber gut, 9 Minuten ist ja, das war das ja locker. Und in den Turm ist auch die Hölle los. Also der Bereich hinten geht super. Die anderen Bereiche, wie sieht es eigentlich in den anderen Bereichen aus? Ist da noch was los? Also hier hinten ist gut was los noch im, aber das ist auch noch recht nahe am Eingang. Hier hinten in der Gegend ist überhaupt nichts los. Da ist wirklich tote Hose. Bei der Achterbahn, glaube ich, merkt man es. Ja, wobei, die ist recht voll sogar. Also geht durchaus noch. Also hier hinten finden wahrscheinlich wegen der Achterbahn doch durchaus noch Leute lang. Die ist auch recht beliebt noch, ja. Wie sieht es eigentlich bei der aus? Ja, ich sehe die Schlange hier nicht, aber es ist, glaube ich, eine vorhanden. Ja, es stehen Leute an. Also heißt auch, dass da gefahren wird mit dem Ding. Gut, hier hinten im Safari-Bereich geht's eigentlich. Das verteilt sich alles recht gut. Unser vorderer Bereich mit den generischen Attraktionen ist halt recht beliebt, weil der direkt neben dem Eingang ist und recht gute Attraktionen auch hat. Deswegen sind da viele Leute, weil die gleich dann nach rechts abbiegen und auf die guten Sachen gehen. Das ist immer recht nett. So, hier haben wir wartet seit 0 Minuten. Das Ding scheint irgendwie, also ist beliebt, aber hat fast keine Kundschaft. Ich schätze mal, das liegt daran, dass hier hinten einfach so wenig Leute hinkommen, trotz Parkbahn und allem, weil das halt das letzte Eck vom Park ist im Endeffekt. Die müssen halt durch den ganzen Park stiefeln, damit sie hinten hinkommen. Das ist etwas ungünstig, aber gut. Das heißt also quasi, unser ganzer Themenbereich hier hinten wird nicht sehr gut besucht, leider. Auch das Ding, das ist ja ein Witz eigentlich. Genauso wie das Teil wahrscheinlich meistens leer fährt. Da sitzen sogar ein paar drin. Aber das wird wahrscheinlich recht oft einfach nur leer fahren. Ja, da hockt jetzt ein Hansel mal drin. Das ist halt im Endeffekt nichts. Na gut. Auch der Schwimmbereich ist relativ leer. Ich weiß auch nicht, ob ich im nächsten Park in der zweiten Staffel überhaupt noch einen bauen werde. Vielleicht irgendwo exponiert, aber nicht mehr direkt im Park drin. Mal schauen. Normalerweise sind die Schwimmbäder immer so Besuchermagneten, aber irgendwie ist das hier auch nicht mehr so. Also entweder haben wir da irgendwas falsch gemacht, das Ding sitzt irgendwo falsch, oder das, ja keine Ahnung, gepatcht wurde sicherlich nicht. Weil es gab schon ewig keine Patches mehr für das Spiel. Gut, es ist auch nicht unbedingt nötig, sagen wir mal so, gibt jetzt nichts Großes, was man bemängeln könnte eigentlich. Na gut, hier ist wirklich tote Hose beim Riesenrad, aber es kommen auch schon Leute hinten hier. Es ist ja inzwischen auch mehr, ist das Teil, da ist aber auch tote Hose. Genauso wie hier. Also der Parkbereich ist auch recht schwierig, wie es scheint. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Schwimmbad so schlecht besucht ist. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss. Ich bin eh schon wieder völlig drüber. Ich glaube, ich bin jetzt bei knappen 30 Minuten. Ich würde sagen, man sieht sich übermorgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.